Hallo und herzlich willkommen im Ratgeberstudio. Heute geht es um das Thema Darmflora aufbauen. Wie helfen Ballaststoffe beim Aufbau der Darmflora? Dafür habe ich mir heute einen Spezialgast eingeladen, Herrn Wolfgang Mock. Grüße Gott, hallo Herr Mock, schön, dass Sie da sind. Hallo, guten Tag. Ja. Herr Mock, Sie beschäftigen sich seit über 40 Jahren mit Getreidemühlen, bauen diese selber und sind damit natürlich auch zum Experten geworden für den Darm. Ich sehe, Sie haben mir schon etwas mitgebracht, ein Modell, und bin schon ganz gespannt. Warum soll man denn die Darmflora überhaupt aufbauen? Ich glaube, offiziell heißt es Mikrobiota. Und was kann man damit alles erreichen? Wissenschaftler finden immer mehr heraus, und zwar darüber, wie wichtig der Zusammenhang einer gesunden Darmflora und unserer Gesundheit ist. Mittlerweile ist bekannt, dass sehr viele Zivilisationskrankheiten daher rühren, dass die Bakterien im Darm nicht mehr in ihrer ursprünglichen, kompletten Vernetztheit vorhanden sind. Es sind ja dann hunderte verschiedener Stämme, nebenbei gesagt, die einen ziemlichen Krieg ausführen ums Futter. Ja, und wenn das Futter fehlt, gibt es ein Problem. Es ist einfach gemeint, heute Krebs, Diabetes, Darmkrankheiten jeder Art, Asthma zum Beispiel, hängen damit zusammen, wie gesund unsere Darmflora heute noch ist. Das ist eine richtige Revolution, weil man jetzt feststellen kann, dass eine ganze Reihe bisher für nicht heilbar gedachter Krankheiten über die Gesundung der Darmbakterien einer Heilung zugeführt werden können. Ja, das ist was ganz Spannendes. Zum Beispiel wird auch bei einigen Fällen direkt ein Austausch der Darmflora vorgenommen und siehe da, der Patient wird deutlich gesünder. Welche Rolle spielen denn diese Darmbakterien genau auf die Gesundheit? Naja, Sie werden sich wundern, 70-80% unserer Immunabwehr wird durch die Darmbakterien bestimmt. Das heißt, wenn die gut gefüttert worden sind, dann stellen die genau die Stoffe her, die wir als Immunabwehr brauchen. Ja, es ist kaum bekannt, dass praktisch 40% aller Partikel, die durch unser Blut schwirren sozusagen, von den Darmbakterien hergestellt werden, also Stoffwechselprodukte der Darmbakterien sind. Dann stellen die wichtige Hormone her, sogar Vitamine, und bestimmen sogar unsere Emotionen. Also dieses gute Gefühl nach einem guten Essen, wir fühlen uns wohl, wird vermittelt durch die Darmbakterien direkt an das Gehirn. Und dann bestimmen die Darmbakterien auch den Zeitpunkt der Sättigung oder des Hungerns. Mhm. Ja. Wie kann ich denn die Darmflora positiv beeinflussen? Ja, indem man sie richtig füttert. Ja, das heißt, wir machen das ja täglich. Entweder wir essen schlecht oder wir essen gut. Immer vom Blickwinkel der Darmbakterien aus gesehen. Schlechtes Essen wäre zum Beispiel modernes Fastfood. Ja. Weißmehlbrötchen zum Frühstück mit einem netten kleinen Ei dabei. Ja. Noch einen zuckrigen Saft hinterher. Und das Besondere daran ist, dass davon im Dickdarm nichts ankommt. Mhm. Ja. Stellen Sie sich vor, da sind die Darmbakterien mit einem kleinen Fernglas am Eingang des Dickdarms und sagen, schon wieder nur kontinentales Frühstück. Nichts dabei für mich. Nichts dabei für mich, ja. Und aufbauen, das heißt eher gut ernähren, ist überwiegend pflanzliche Kost. Mhm. Ja. Weniger Fleischkost, also weniger tierische Produkte und volles Getreide, Getreidekost. Also Ballaststoffe, oder? Ja, über den lebendigen Umweg der Darmbakterien und ihres guten Futters werden wir gesünder. Mhm. Ja. Ballaststoffe sind also dafür wichtig, oder habe ich Sie da jetzt falsch verstanden? Ja, also wenn Sie eine pflanzliche Ernährung haben, wenn Sie Getreide essen, wenn Sie einen Salat verspeisen oder Obst essen, dann sind dort Zellulosebestandteile dabei, auch die Stütz- und Gerüstsubstanzen für die Pflanzen, sonst würden die ja umfallen. Und diese Bestandteile und auch die Schalenbestandteile des Getreides sind eine hochwillkommene Kost für die Bakterien. Mhm. Man kann sich vorstellen, wie sie sich draufstürzen. Kommt die Kost nicht, ja, dann werden eher Bakterien ernährt, die uns nicht gut tun. Ja. So. Und dafür braucht man einfach genügend Ballaststoffe. Und in welchen Lebensmitteln kommen die guten Ballaststoffe denn jetzt nun vor? Also erstmal bei einem Lebensmittel, was immer noch eine große Rolle spielt, im Fleisch.
oder auch in der Milch kommen sie halt nicht vor hinterher. Also wer überwiegend das futtert, der tut den Bakterien nichts Gutes. Wenn man allerdings Pflanzen isst, dann ist das positiv. Ein Beispiel, wo sie vorkommen, Getreide, zum Beispiel Gemüse, Apfel. Nehmen wir die drei. Wenn man aus diesen drei Lebensmitteln jeweils 20 Gramm Ballaststoffe zu sich nimmt, dann wirken die ganz unterschiedlich. Ja. Zum Beispiel die Ballaststoffe aus dem Getreide, aus der Kleie in dem Fall, die vermehren den Stuhl, kann man das Wort sagen, Stuhl, ja, ja. Sozusagen, um 129%. Okay. Die Ballaststoffe des Kohls nur um 69% und die des Apfels um 40%. Das heißt, zum Beispiel für diejenigen, die unter einer leichten Verstopfung leiden, wäre dann das Getreide besser, weil das Volumen des Stuhls wächst mehr und damit auch die Möglichkeit, sozusagen auf Toilette gehen zu können, ja, hinterher. Und dazu kommt noch mehr, weil nur diese, zum Beispiel aus der Kleie, die den Stuhl vermehren, die Ballaststoffe, die sollen noch mehr mitbringen. Die Bakterien brauchen auch eine gesunde Mischkost. Und ein Stichwort dabei sind heutzutage die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe. Das heißt, das sind Substanzen, mit denen die Pflanzen sich gegen Fressfeinde schützen. Man muss sich so vorstellen, ja, ein Insekt, ein Fressfeind, ein Interessierter, ein Lebewesen, das jetzt in eine Pflanze beißen will und es schmeckt ihm nicht, weil da Substanzen drin sind, die einfach nicht gut sind, zum Beispiel bei Bohnen, die Lektinen, ja, dann wird dieses Lebewesen nicht mehr reinbeißen wollen, weil es zum Beispiel Bauchschmerzen bekommt. Ja. Also, aber diese sekundären Pflanzenstoffe sind eine ganz wichtige Nahrungsquelle für die Bakterien, die daraus in ihrem Stoffwechsel Stoffe herstellen, die für uns eminent wichtig sind. Mhm. Beispielsweise aus Weizen, ja, aus dem Weizen Polyphenol, ein sekundärer Pflanzenstoff, bauen Bakterien Substanzen auf, die gegen Dickdarmkrebs sehr hilfreich sind. Und das ist doch was ganz Wichtiges. Beispielsweise haben Forscher festgestellt, dort wo viel Ballaststoffe gegessen werden, beispielsweise 50er, 60er Jahre in Afrika, hat man festgestellt, da hat man 70 bis 140 Gramm Ballaststoffe am Tag. Da ist Verstopfung, da ist Dickdarmkrebs, aber auch Asthma oder Diabetes völlig unbekannt. Sie haben mir ja was mitgebracht. Was ist das genau? Och, ja, ich wollte mal zeigen, wie so ein Darm eigentlich als Modell aufgebaut wird. Das dünne Teil, das wäre der Dünndarm, ja, natürlich sehr lang. Ja. Und der mündet dann in den Dickdarm. Und wie gesagt, ein kontinentales Frühstück, wie in den meisten Hotels, wird hier im Dünndarm verstoffwechselt und die Bakterien im Dickdarm hungern. Die kriegen nichts mehr ab. Allein die Vorstellung, dass da 1 bis 1,5 Kilogramm Darmbakterien leben hinterher, die sich alle 20 Minuten, 30 Minuten verdoppeln, werden auch wieder ausgeschieden. Sie müssen immer wieder sich vermehren. Ja. Das spielt eine ganz wichtige Rolle. Wie viele Ballaststoffe soll ich denn dann nun so am Tag zu mir nehmen, dass der gute Dickdarm auch noch was abkriegt? Wenn man so in die Geschichte schaut, dann gibt es ein tolles Beispiel, nämlich die römischen Soldaten, ja. Ja, die Legionäre. Die hatten eine Tagesration von 830 Gramm Getreide. Die hatten immer 8 Mannweise eine Handmühle dabei, haben das frisch gemahlen, haben einen Teil davon gekocht oder gebacken und noch einen Teil als Brei gegessen. Die kamen nur aus dem Getreide auf immerhin 100 Gramm Ballaststoffe am Tag, plus das Gemüse. Ja. Die Afrikaner, die erwähnt worden sind, die kommen auf 70 bis 140 Gramm, zumindest in der traditionellen Ernährung. Und wir mit der westlichen Zivilisationskost kommen auf 20 Gramm, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und unsere Empfehlung lautet, 30 Gramm Ballaststoffe mindestens zu sich zu nehmen. Ja, würde es dann zum Beispiel helfen, wenn ich Weizenklei einfach als Lebensmittelergänzung zu mir nehme? Reicht das? Das reicht zumindest, um das Stuhlgewicht zu erhöhen. Mhm. Also vor 40 Jahren hat ein englischer Arzt Vorträge gehalten und hat gesagt, wie wichtig Ballaststoffe sind und hat die Weizenkleie erwähnt. Und am nächsten Tag waren in der Regel in allen Geschäften die Päckchen mit Weizenkleie ausverkauft. Ja, hinterher. Netter Effekt.
es reicht halt nicht mit Weizenkleie, weil, und das kann ich Ihnen hier einmal zeigen, an diesem Modell, ein Lebensmittel, ja, ist etwas unglaublich Komplexes und noch längst nicht in allen seinen Facetten erfasst und untersucht. So, leider ist es so, dass für die Darmbakterien, auch für uns in der Ernährung, es wichtig ist, dass man möglichst das komplette Lebensmittel verspeist. Das heißt jetzt nicht ganze Weizenkörner essen, sondern dass man möglichst alle Bestandteile in einer Mahlzeit bekommt hinterher. Wenn das nicht der Fall ist und man nur einen kleinen Teil nimmt, das mal mitgebracht, zum Beispiel sehen Sie mal hier den Unterschied, nur Teile isst und die Kleie wäre ja nur ein Teil, dann wirkt das zwar als Volumensvergrößerung, weil die Kleie Wasser bindet, Wasser aufnimmt, aber es wirkt noch nicht so positiv, wie wenn man das ganze Teil, das ganze Lebensmittel essen würde, das Korn zum Beispiel. Ja? So, das zum Beispiel wäre, ich sage es mal ganz salopp, ein Nahrungsergänzungsmittel. Ja. Und allein dieses Bild sagt doch schon, es kann eigentlich gar nicht funktionieren. Es kann zumindest schon mal nicht reichen. Zumindest optisch ist es ein super Anschauungsmittel. Aber Herr Mock, was empfehlen Sie uns denn dann? Können Sie uns das in 3 Punkten mal zusammenfassen? Was genau Sie uns empfehlen, damit der Darm was kriegt und wir alle gesund bleiben? Kann ich machen, aber ich sage noch eine Sache, was im Darm eigentlich genau passiert und wo dann doch eine ganze Menge von Problemen und Allergien auch herkommen. Ja. Eine Gruppe von Darmbakterien, wenn sie gut ernährt wird, füttert sozusagen die oberste Schleimschicht im Dickdarm. Ja. Und diese Schleimschicht wiederum kann dann durch die von den Darmbakterien erzeugte Buttersäure Energie gewinnen und das nach unten weitergeben an die nächsten Zellen. Wenn das nicht geschieht, also die Darmflora verarmt ist, dann bekommen diese Zellen zu wenig Energie, bilden weniger Schleim und dann wird die Darmwand durchlässig. Sie können sich das so vorstellen, wie zwei Ziegelsteine, die nebeneinander liegen. Dann gut ernährt bilden sich zwischen diesen Ziegelsteinen sogenannte, ein Kitt, ja, Eiweißbestandteile. Und dann ist die Wand praktisch so dicht, ja, wenn Sie da Wasser drauf kippen, läuft kein Wasser durch. Ja. Wenn Sie nicht gut ernährt werden, dann öffnet sich das, dann fehlen diese Eiweiß-Kittstellen und es können einfach Substanzen in das Körperinnere eindringen, die nicht erwünscht sind. Es bröckelt einfach. Es bröckelt einfach. Ein, wie heißt das schön? Leaky Gut, also ein perforierter Darm. Und damit beginnen eine ganze Menge Krankheiten, weil denn die unteren Zellen mit diesen fremden Substanzen kämpfen müssen. Es gibt eine Entzündung, das Immunsystem beginnt zu arbeiten hinterher und die ersten Allergien können kommen. Das ist ein richtiger Kreislauf, der sich laufend verstärkt, den Sie nur dann beenden können, wenn Sie anfangen wieder, Schritt für Schritt Ihre Darmbakterien vernünftig zu ernähren. Und damit tun Sie sich auch was Gutes. Ja, Was genau ist Ihre Empfehlung in 3 Punkten zusammengefasst? Was können wir tun, damit es so uns gut geht? Das Erste ist, die Darmbakterien gut ernähren. Das ist völlig klar. Das heißt, eher eine pflanzliche Kost und viel Getreide dazu und eher weniger Fleisch- und Milchprodukte. Das Nächste ist, es macht Sinn, sein Getreide frisch zu mahlen, weil nur im frisch gemahlenen Getreide haben Sie alle Bestandteile. Wenn Sie Vollkornmehl nämlich kaufen, dann sind die Bestandteile, die schnell ranzig werden, deaktiviert oder entfernt worden. Das ist das Nächste. Ja. Und ansonsten etwas geduldig sein, es geht nicht über Nacht. Ja. Okay. Ja. Wo können sich denn unsere Zuschauer zu diesem Thema noch weiter informieren? Ja, wir haben einmal bei uns Rezepte auf der Webseite. Ich bin gerne bereit, auch andere Mitarbeiter auch telefonisch Rat zu geben, ja, wenn sich jemand meldet. Und wir können weitere Hinweise geben, zum Beispiel zu einem Verband, dem UGB in Gießen, der hervorragend Beratungen macht und auch Kurse anbietet. Herr Mock, dann bedanke ich mich sehr, dass Sie heute unser Gast waren. Und bei Ihnen, liebe Zuschauer, verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal hier im Ratgeberstudio.